Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zum Shiny Hunt. Ihr habt es am Titel schon gesehen, heute hole ich Teddy Ursa bzw. Ursa Ring. Das Ganze hier in dem... Wer ist das denn hier? Nördliche Zone 2, Furienfälle, genau. Hier, wenn man hier normal Sandwich zündet, sollte nur Teddy Ursa und Ursa Ring kommen. Weil alle anderen Pokémon sind nicht... Da sehen sie schon, sehen wir sie schon... sind nicht Typ normal. Ich mache eben das Sandwich. Ich weiß nicht, welche Reite. Wenn ihr die Sandwich-Zutaten und Rezepte sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall nochmal das Dratini-Video ab. Und dann sehen wir uns gleich, sobald das Sandwich gezündet ist. Zweimal Tofu, Frika, grüne Paprika, Zwiebel und Tomate und zwei Geheimgewürze. Ich kann mir nicht mal vorstellen, da reinzubeißen. Guckt's dir an. Das sieht aus wie ein Unfall. Und jetzt sollte hier nur noch Teddy Ursa und Ursa reinkommen. Komm ran. Sehr schön. Genau so. Oh ja, so stelle ich mir das vor. Und jetzt geht's einfach darum, ein Shiny zu finden. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich das Shiny im Sack habe. da ist es schon. Noch ein Top-Tipp. Auf jeden Fall, bevor ihr das Ganze hier startet, automatisch speichern ausmachen und speichern, damit, falls ihr keins findet, neu starten könnt. Das fangen wir hier richtig schön mit einem Wiederball. Das ging flott. Ja. Ein kleiner... Leak für die Leute im Stream. Ich habe das gleiche auch schon mit Kindwurm gemacht. Da habe ich das auch in der ersten Minute gefunden. Also ich bin ein bisschen lucky bei den Shiny Hunts. Ich guck mal, ob ich hier noch eins finden kann. Ja, für die YouTube-Leute, das war's schon. Also so kriegt ihr easy peasy einen Shiny Teddy Ursa und Ursa Ring. Wird ja auch demnächst auch Ursa Luna bestimmt geben mit Torfblock. Kann ich mir gut vorstellen. Da macht es schon mal Sinn, sich die zu holen. Und da würde ich sagen, abonniert den Kanal, lasst ein Follow da, lasst ein Like auf dem Video da und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wo es Shiny Kindwurm gibt, dann checkt mal das Video von letztem Mal aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.